bitten wir nun die Kämpfer in den Ring. Und die Kämpfer sind Abu Krasim, Mero, Kevin Ace, Carmine Russo, Brian Broderick, T.I.M., Sunshine, Timothy O., Ben Orstein, Surtur, Dezo und Hans von Kroh. Sie seid richtig scheiße! Du bist scheiße!
Bros. Jawohl! Jawohl!
Schön, da bleiben chillen. Schön warten. Schön warten. Wen nehmen wir? Wer ist dann für sich da machen? Hast du einfach nicht kompromissen? Nein. Wo hin? Komm raus! Und damit letzter Teilnehmer im Rennen.
Jeremy Lick hier gefunden habt. Ich darf euch vorstellen, die Referees an diesem Abend heute. Er ist aus Fürth in Deutschland, der NEW Head Referee, Referee. Und zu meiner Linken, hier aus Wiel, St. Gallen, der lokale Matador, der neutralste Referee der Welt. Hier ist Pascal Siegner. Dann würde ich sagen, starten wir nun das Turnier um den Rönner Success Cup. Und das erste Halbfinalmatch ist gleichzeitig das Match um den SCW Heavyweight Championship. Es ist um einen Fall mit einem Timelimit von 15 Minuten. Auf dem Weg zum Ring. Er kommt aus Zürich City in der Schweiz, ist 1,84 Meter groß und wiegt 95 Kilogramm. Hier ist Marshall T. Ah!
in der Ecke. Das nächste Halbfinalmatch um einen Fall mit einem Timing von 15 Minuten. Auf dem Weg zum Ring. Der auch. Und wiegt 120 Kilogramm. Hier ist
Dead Song! Come on, get out of this. Oh!
Dann kommen wir nun zum nächsten Halbfinalmatch um einen Fall mit einem Timelimit von 15 Minuten. Referee Ring, Pascal Siegner. Auf dem Weg zum Ring. Er stammt aus Deutschland, ist 1,88 Meter groß und wiegt 105 Kilogramm. Hier ist Boris Payne. Bitch, I'm running personal. Get away, I need to throw our head in tussles. I'm not sure, I don't be worth something. I sound like a snake, but I'm black asshole. Bring it to the wake, put the word around me. I'm a dog, and I'm a bitch, I'm a little bit of dirt. Actually, yes. Once again. Er stammt aus Hasdorf, ist 1,90 Meter groß, wiegt 190 Kilogramm. Der Botschafter des Hass aus dem Norden. Hier ist Demolition Davies. My beast within him. And you gotta be a beast. That's the only way they will respect you. Hey Schweizer Fans, ich bin Demolition Davies. Und ich muss euch leider mitteilen, dass ich mich letzte Woche am Knie schwer verletzt habe im Match mit René Dupré und kann heute leider nicht antreten. Aber ich habe für Ersatz gesorgt. Seid gespannt. Nein! Ich höre gut! Nein! Du machst nicht
Wichtig ist ein schöner Bart. Ja! Ja! Komm schon! Mach mir Campus-Magie, ja? Nein! Doch! Thank you.
Zum letzten Halbfinal-Match um einen vollen Landtime-Limit von 15 Minuten. Referee in diesem Ring. Referee! Da kommt nun der erste Kontrahent zum Ring. Stammt aus Deutschland, ist 1,78 Meter groß und wiegt 98 Kilogramm. Hier ist Hector! Und sein Gegner. Er stammt aus Samoa, ist 1,88 Meter groß und wiegt 110 Kilogramm. Hier kommt Ryan Torga.
anfangen, oder? Let's go, Ryan! Let's go, Ryan! Ready. Ring the bell. Come on, Ryan!
Zeit 5 Minuten. Thank you.
Somit nehmen Sie vier Finalisten im René Lassartes Memorial Cup für heute Abend, für den Main Event, stehen somit fest. Es sind, wie gerade gesehen, Hector, Kurt Simmons, Michael Kovac und Marshall T. Yeah. Ja, gewonnen. Liebe Fans, wir machen nun eine kurze Pause von etwa 12 Minuten und dann sehen wir uns wieder. So, liebe Fans, da bin ich wieder. Ich weiß, ich mag mich auch nicht, aber trotzdem. Und Jana muss den Job machen, ne? Und ich bin umsonst hier, ey. Aber kurz noch eine Kleinigkeit. Für den genialen Sound heute Abend, muss ich wirklich so sagen, also echt klasse Sound, heute zuständig unser Sponsor, Star Sound. Yeah. Ich liebe Feuer. Mach nochmal, komm bitte für mich. Bitte. Ja. Sehr schön. So, hatte ich auch meinen Kasperl-Moment. Außerdem sind wir auf Facebook live. Das heißt, ihr könnt auch nachher noch auf der Swiss Championship Wrestling Facebook-Seite diesen Event anschauen. Also wenn ihr euch was verpasst habt und ich mal kurz am Klo wart, dann könnt ihr auf Facebook nochmal nachgucken. Und dann kommen wir nun zum Tag Team Title Three-Way Elimination Match. Und der Referee in diesem Kampf ist NWA Head Referee Referee und er bringt die SCW Tag Team Titel mit. Dann kommen nun die Kämpfe in diesem Match. Das erste Team. Es ist die Brotherhood of Disordered Souls, die deutsche Catch-Ikone Bombastic und Marrow. 10, 9, 8, 7, 6, 6.
dritte Team in diesem Match. Es besteht aus dem Guatemala Dream, Dante Yankee und Abu Krasim. Dari, Echo, dice, mi corazón, de qué estás hecho, you know. Gibt's? Komm mal. Was machst du? Alles nur am Zeug, geht's gut.
Thank you.
zur Hall of Fame. Jedoch habe ich leider keinerlei Informationen, wer das jetzt übernehmen soll. Ich weiß nicht, Sigi? Weiß auch nicht. Ich weiß nicht, aktiven Karriere und unter anderem in den USA, in Europa, vor allem viel auch in Frankreich, aber auch in Japan, Tokio gegen Antonio Inoki. Vielleicht ist da noch einige ein Begriff. Oder Andre the Giant, kennen vielleicht auch noch einige, gegen solche Leute gekämpft hat und mit solchen Leuten trainiert und gekämpft hat. Aber wie gesagt, heute Abend wollen wir die Legenden ehren, auch, wenn ich das so sagen darf. Und als Ersten hätten wir hier mit seinem bürgerlichen Namen Marco Paternoster, vielleicht einem noch bekannt unter seinem Wrestling-Namen Mark Strong oder genau Tribun. Und er war eigentlich immer mit Leib und Seele während dieser Zeit dabei beim Wrestling. Er hat dann 2007 auch die SCB, also eines der Mitglieder, mit Siegmaster Rappo oder Pascal Siegner hier, Applaus bitte, gegründet. Ja, heute Abend wieder an der Show, weil ich dachte, ich habe sehr lange, seit so langer Zeit. Und einer seiner wichtigsten Karrierepunkte war dann auch der Gewinn des SCB World Heavyweight Championships. Jahre 2010. Diesen Titel konnte er auch über mehrere Monate lang halten, bis er ihn dann leider abgeben musste. Ja, niemand anderes als Drake Destroyer in 2011. Dann 2012 waren wir hier zum letzten Mal. Da war auch die Ehrung von René Lassartes, da war auch Schweizer Medien, wie war es, wo war ich mal dabei, alle möglichen. Und da hat der Tribun leider seine Karriere, seine aktive In-Ring-Karriere beendet. Darum bitte ich nun alle einen herzlichen Applaus für unser neuestes Mitglied. Kommen wir ja zu unserem nächsten
Dresden. Das ist niemand anders als Hans-Jörg Luckenbühl. Auch bekannt als Göck. Aktiver im Ring, sei es als Wrestler oder Schiedsrichter oder als Ringsprecher. Nein, Göck hatte eine andere wichtige Aufgabe. Er war einer der besten und damals vor allem einer der ersten Fotografen der Schweizer Wrestling-Szene. Einige Fotos, ja, da kann man auch hören. Einige Fotos möchte ich im Hintergrund bewundern. Göck hatte aber auch eine andere wichtige Aufgabe. Er hatte die Wrestling-Seite wrestling.ch damals ins Leben gerufen, die für viele ein wichtiger Ort war, um sich Informationen vor allem auch über die Schweizer Wrestling-Szene zu holen und eben auch viele Bilder bewundern zu können. Und das noch vor einer Zeit, liebe Jungen, wo es noch kein Dienstag gab. Für die Eltern, damals gab es noch kein Facebook. Nein, nein, damals gab es wrestling.ch, das vom Göck geführt wurde. Auch war Göck ziemlich wichtig für die Wrestling-Szene, da viele Poster oder auch Flyer gestaltete, die verschiedenen Anlässe, die unter anderem die SCW, damals auch die SWF und viele andere Ligen veranstaltet hatten. Darum bitte ich nochmals jetzt für einen herzlichen Applaus für Göck! Aber wie gesagt, sie hatte eine wichtige Stellung als Schweizer Wrestling-Frauen-Pionierin hier. Und von daher möchte ich Ihnen nochmals herzlich danken. Danke, Amy Cooper! Und danke auch an Pascal Siegler, dass er so schön die Blume übergibt. Applaus auch für Pascal Siegler!
Moment. Es gibt da noch jemand anderen, den wir heute Abend ehren. Er fing 2002 unter dem Namen Jesus an, in der Swiss Wrestling Federation hier geblieben. Und sein letztes Match hatte er 2015 in der WXW in Deutschland. Ihr kennt ihn in einer Gruppierung namens Swiss Money Holding, zusammen mit Double C oder Cesaro, wie ihn jetzt nennt, und Ares. Da gab es da in Österreich noch eine andere Gruppierung, Men at Work, mit mir zusammen. Er war ehemaliger Swiss Wrestling Federation Lightweight Champion, zweimaliger SCW Lightweight Champion, ja, doch, zweimaliger GSW Tag Team Champion im Rahmen der Swiss Money Holding. Er war in Frankreich unterwegs, Italien, in England. Da warst du auch Tag Team Champion mit Swiss Money Holding. Und mit Chris Hero, den man jetzt als Cassius Ohno in der NXT kennt, war er WXW Tag Team Champion. Und ich würde sagen, er hat auch sehr viel fürs Schweizer Wrestling getan, vor allem für die Leichtgewichtsszene. Darum, wo ist es? Da ist es. Dankeschön. Nehmen wir doch heute Abend gleich auch noch den Marco Der auf. Einen herzlichen Applaus. Yeah.
ihre Gegnerin. Sie kommt aus Nürnberg, Deutschland, ist ebenfalls 1,65 Meter groß und wiegt 60 Kilogramm. Hier ist aus der Right Stuff Pro Wrestling School Steffi Sky! Gegen die, aber auch nie zu große Ziele. Mach die Luft in deiner Lunge zu Benzin für die Maschine. Den Blatt von so vielen zu Öl für das Getriebe. Neuer Tag, neues Glück, neue Regeln, neue Spiele. Hochfliegen heißt fallen in die Tiefe. Doch ohne große Opfer gibt es keine großen Siege. Wir hören kein Nein, kein das Leben nicht, kein der Weg ist zu klein. Denn nur mit Blut, Schweiß und Tränen bezahlt man die Unendlichkeit. Und doch in den anderen Weg kenn ich keinen. Und selbst wenn schätzt man es nicht wert, zahlt man auf den ersten Preis. Erfolg ist kein Oh, shit.
wer durch. Ja, halt deine Füße. Weg vom Sand. Schon. Eins, zwei, drei, vier. Komm schon. Yeah.
3, 4, 5, 6, 7, Der schöne Strauß, oder? Zum Ring. Er
Er stammt aus Deutschland, ist 1,78 Meter groß und wiegt 98 Kilogramm. Hier ist Hector! Und der zweite Teilnehmer in diesem Match. Er ist aus Lausanne in der Schweiz, ist 1,80 Meter groß und wiegt 87 Kilogramm. The Swiss Rockstar, hier ist Kurt Zimmer. Der dritte Teilnehmer in diesem Match. Er ist aus Zürich City in der Schweiz, ist 1,84 Meter groß und wiegt 95 Kilogramm. Hier ist Marshall T. Let's go, Kurt!
Eliminiert. Rask, bist du
Thank you.
unterwegs. Mach mal ein Bier wieder. Ciao, bye. Liebe Fans, vielen Dank für diesen wunderschönen Abend. Es war mir eine große Ehre, hier zu sein. Bleibt gerne noch ein bisschen hier. Es war wunderschön. Ich hoffe, wir dürfen wiederkommen. Und vor allen Dingen einen herzlichen Applaus nochmal für euch.